Als ihm sein Mathematikexamen bevorstand, beschloss der Student mit dem einprägsamen Namen Malcolm Malcolmson, sich für die nun anstehende Lernerei irgendwohin zurückzuziehen, wo es möglichst einsam wäre. Er packte die nötigsten Kleidungsstücke sowie alle für die Vorbereitung nötigen Bücher zusammen und nahm sich eine Droschke zur Bahnstation, wo er sich eine Fahrkarte kaufte. Sein Ziel war die erstbeste kleine Stadt, deren Namen ihm vollkommen unbekannt war. Absichtsvoll hatte er es vermieden, eine Stadt am Meer als Ziel zu wählen, denn er kannte den Reiz dieser Orte und wollte sich keinesfalls durch landschaftliche Schönheit von seiner Arbeit ablenken lassen. Freunde hatte er nicht, die er um Rat fragen konnte, und er hätte dies sicher auch nicht getan, wenn er welche gehabt hätte. Malcolm Malcolmson war in gewisser Weise ein Nach 3 Stunden Fahrt erreichte der Zug endlich sein Ziel. Benchurch! Benchurch! Endstation! Alle aussteigen! Benchurch! Benchurch! Oh, Benchurch. Ja, hier bin ich richtig. Ein Ort so anziehend wie die Wüste. Hier werde ich mich in aller Ruhe meiner Lernerei widmen können. Die Dunkelheit brach bereits herein, sodass er sich für die Nacht ein Zimmer im einzigen Gasthof am Platz nahm und die Suche nach einer dauerhaften Unterkunft auf morgen verschob. Wie sich herausstellte, war er der einzige Gast. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, die die kräftig gebaute Wirtin ihm zuteilwerden ließ. So, hier kommt Ihr Nachtisch, Mr. Malcolmson. Ich wünsche recht guten Appetit. Danke, Mrs. Witham. Aber ich fürchte, wenn ich den auch noch esse, werde ich platzen. Ja, aber Yorkshire-Pudding ist meine Spezialität. Weit und breit gibt es keine Hausfrau, die einen besseren zubereiten kann. Oh, schnuppern Sie mal, wie der duftet. Das tut er in der Tat. Oh, probieren Sie ihn doch wenigstens. Nur ein winziges Stück. Na schön. Oh, richtig so. Wenn Sie mit dem Lernen beginnen, müssen Sie doch bei Kräften sein. Das ist wahr. Aber ich sollte wohl besser auch noch mit meinem Bauch hinter den Tisch passen. Ach, Sie Spaßmacher. Von einem kleinen Pudding werden Sie bestimmt nicht zunehmen. Und selbst wenn, vertragen könnten Sie es durchaus. Oh, Sie nehmen es doch nicht übel. Manchmal rede ich schneller, als ich zu denken vermag. Eine verschmerzbare Schwäche. Der ist wahrlich gut. Dankeschön. Und morgen früh werden Sie sich dann ein bisschen umsehen? So habe ich es geplant, ja. Oh, leerstehende Häuser gibt es mehr als genug. Die Jugend scheint es hier nicht am Ort zu halten, was? Ich habe fast nur alte Leute auf dem Weg von der Bahnstation gesehen. Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Naja. Wenn Ihnen irgendein Objekt zusagen sollte, können Sie gleich den Makler aufsuchen. Es gibt hier nur einen. Es ist Mr. Carnford. Er hat seine Geschäftsräume am Marktplatz, direkt gegenüber der Kirche. Mr. Carnford, gut. Werde ich mir merken. Danke sehr. Also, Ihr Yorkshire-Pudding, ich muss schon sagen, ist wirklich der beste, den ich je gegessen habe. Das freut mich. Dann werden Sie ihn ja vielleicht doch noch aufessen. Ich werde jedenfalls tun, was ich kann. Auf seinem Rundgang durch Benchurch am nächsten Morgen gelangte Malcolm Malcolmson auch an ein auf einem sanften Hügel am Ortsrand gelegenes, einsam stehendes Haus, das offenbar derzeit unbewohnt war. Was für mächtige, ausladende Giebel. Und so viele kleine Fenster. Das gleicht eher einer Festung als einem Wohnhaus. Einsamkeit ist das hier schon nicht mehr zu nennen, was dieses Haus ausstrahlt. Eher Verlassenheit. Genau das, was ich gesucht habe. Ja, ich bin mir sicher, ich weiß, von welchem Haus Sie sprechen, junger Mann. Malcolm Malcolmson ist mein Name, Sir. Oh, ein guter Name. Danke. Und überdies leicht zu merken. Ja.
Ist es denn möglich, einen Teil des Hauses für eine gewisse Zeit zu mieten? Für mich allein dürfte es viel zu groß sein. Es hat ja geradezu gewaltige Ausmaße. Ich würde lediglich ein etwas größeres Zimmer benötigen. Nun, Mr. Malcolmson, um ganz ehrlich zu sein, ich würde das ganze Haus im Auftrag der Besitzer nur zu gerne für eine Weile vermieten. Sie könnten dort sogar mietfrei wohnen. Wie bitte? Sie machen Witze. Durchaus nicht. Nein, glauben Sie mir, mit so etwas würde ein Makler niemals spaßen. Sie wollen mich mietfrei dort wohnen lassen? Mich ganz allein? Ganz, wie es Ihnen beliebt. Sie verzeihen, wenn ich das seltsam, um nicht zu sagen verdächtig, finde. Ich verzeihe. Was müssen das für Leute sein, die ein so außergewöhnliches Objekt mietfrei abgeben? Meine Mandanten sind Leute, die es sehr begrüßen würden, wenn das alte Haus wieder bewohnt würde. Es hat bedauerlicherweise bereits viel zu lange leer gestanden, sodass sich unter der Bevölkerung von Benchurch ein völlig absurdes Vorurteil dagegen gebildet hat. Aha. Das Beste, was meinen Mandanten passieren könnte, ist, dass es alle hier am Ort wieder bewohnt sehen würden. Sicher werden Sie entzückt sein, dass ein Gelehrter wie Sie, der eine Zeit lang Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, dort Quartier nehmen möchte. Ich versichere Ihnen, das Haus wird Ihren Erwartungen mehr als entsprechen. Nur noch mal zur Sicherheit. Sie lassen mich dort mietfrei wohnen. Mietfrei? Jawohl. Ohne Haken? Ohne Haken. Wo habe ich ihn denn? Ah, hier. Da ist der Schlüssel. Bitte sehr. Das Haus steht zu Ihrer Verfügung, Mr. Malcolmson. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist die Gelegenheit beim Schopfe packen. Sind Sie dazu bereit? Und ob ich das bin? Danke. Keine Ursache. Wie gesagt, meine Mandanten und ich haben zu danken, denn sie erweisen uns einen großen Dienst. Eigenartig, dass sich hier im Ort niemand gefunden hat, der dort einziehen wollte. Nun ja, wissen Sie... Naja, mir kann's nur recht sein. Die Einwohner von Benchurch sind, wie soll ich sagen, auf ihre eigene Art sehr besonders. Aha. Kann mir gleich sein, denn ich will ja nicht für immer hierbleiben. Kennen Sie jemanden für die anfallenden Hausarbeiten, den Sie mir empfehlen könnten? Aber ja, Mrs. Dempster. Ich schreibe Ihnen Ihre Adresse am besten sofort auf. Sie ist zwar nicht mehr ganz jung, aber eine sehr zuverlässige Kraft. Mit ihr werden Sie sicher gut zurechtkommen. Hier bitte. Wunderbar. Danke für alles, Mr. Carnford. Oh, bitte. Nicht zu danken, wirklich nicht. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Prüfungsvorbereitungen. Und auch sonst. Passen Sie gut auf sich auf, Mr. Malcolmson. Keine Sorge, das tue ich immer. Der junge Herr ist schon zurück. Ja, es ging schneller, als ich gedacht habe. Das heißt, Sie waren... Sogar erfolgreicher, als ich gedacht habe. Ich darf mietfrei in einem großen Haus wohnen. Oh. Ich ganz allein. Sicher kennen Sie es. Es gleicht einer Festung. Ja, ich möchte sagen, es sieht beinahe ein bisschen unheimlich aus. Doch nicht etwa das Haus des Richters? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es liegt etwas außerhalb, auf einem leichten Hügel. Ist schwerlich zu übersehen. Seine mächtigen Giebel sind sehr eindrucksvoll. Der Herr stehe Ihnen bei. Das ist das Haus. Das Haus des Richters. Warum nennt man es so? Ich wurde nicht hier in Benchurch geboren, daher weiß ich das nicht so genau. Aber das Haus wird allgemein gefürchtet. Vor über 100 Jahren hat dort wohl ein Richter gewohnt, der aufgrund seiner unerbittlichen Härte und Rachsucht im ganzen Landkreis gefürchtet war. So viel hat man mir erzählt. Was man aber genau gegen das Haus hat, ist mir nicht bekannt. Der Richter ist schon lange tot. Seitdem steht es leer. Immer nur leer. Und wird von den Leuten hier gefürchtet. Es hat mir nie jemand beantwortet, warum eigentlich. Ich bin einmal während eines Spaziergangs an dem Haus vorbeigekommen. Und da wurde mir einiges klar. Es war ein dunkler Herbsttag. Lauernd lag das Haus, dieses riesige Haus vor mir. Dunkel und düster blickten die leeren Fenster auf mich herab. Da wusste ich,
was die Leute so in Furcht davor. Es weht einen dort der Hauch des Bösen an. Nein, nein, nicht eine Stunde würde ich dort alleine bleiben wollen. Na, Sie machen mir ja Mut. Oh, verzeihen Sie, junger Herr. Es ist natürlich nicht recht von mir, Ihnen Angst zu machen. Aber es ist auch nicht recht von Ihnen, dort alleine wohnen zu wollen. Ach was, ich bin Mathematiker. An Spuk oder so etwas glaube ich nicht. Also, wenn Sie mein Sohn wären, würde ich es nicht dulden, dass Sie auch nur eine Nacht dort schlafen. Eher würde ich selbst von spät bis früh die alte Sturmglocke auf dem Dach des Hauses läuten, um Ihnen den Schlaf zu rauben. Ja, diese Glocke im Dach habe ich bemerkt. Eine der vielfältigen architektonischen Besonderheiten des Hauses. Bitte, Mr. Malcolmson, überlegen Sie es sich noch einmal. Sollte es nur am Geld liegen, ich würde Sie hier bei mir im Gasthof auch mietfrei wohnen lassen. Das ist nett von Ihnen. Aber Sie brauchen wirklich keine Angst, um mich zu haben. Es kann mir gar nichts passieren. Ich spürte jedenfalls heute früh nicht den Hauch des Bösen, als ich vor dem Haus stand. Wenn man sich auf sein Mathematikexamen vorbereitet, hat man keine Zeit, an mysteriöse Dinge zu glauben. Die Lernerei der vielen Formeln ist so ernüchternd, dass man gar kein Eckchen in seinem Kopf dafür frei hat. Ich sehe schon, Sie sind fest entschlossen. So ist es. Dann ist es wohl nicht zu ändern. Mr. Carnford hat mir eine Mrs. Dempster als Haushälterin empfohlen. Daran hat er gut. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir das Nötigste für den Einzug besorgt und zum Haus schafft. Auch Einkäufe von Vorräten für die nächsten paar Wochen müssten getätigt werden. Keine Sorge, ich werde mich gerne darum kümmern. Wirklich? Ja, natürlich. Auch wenn ich mit Ihrer Entscheidung nicht einverstanden bin, kann ich Sie ja deshalb schlecht verhungern lassen. Danke. Das rechne ich Ihnen hoch an. Haben Sie schon den Schlüssel? Den habe ich. Wenn es nach mir geht, werde ich heute Nacht bereits im Haus des Richters nächtigen. Gut, ich tue, was ich kann. Packen Sie Ihre Sachen zusammen und stellen Sie sie mir hier unten in die Halle. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass alles gegen 5 zum Haus gebracht wird. Wollen wir uns dort treffen? Gerne. Ich werde jetzt Mrs. Dempster aufsuchen und sie ebenfalls für 5 Uhr bestellen. Machen Sie das. Es ist jetzt 5 Uhr. Wie lange sollen meine Jungs und ich denn hier noch warten? Ich habe Ihnen doch schon 100 Mal gesagt, dass ich keinen Schlüssel habe. Jetzt blass dich mal nicht so auf, Jimmy. Der junge Herr wird schon kommen. Das will ich ihm auch gerade. Mrs. Witham, Mrs. Dempster. Da sehen Sie, da ist er. Sag ich doch. Na, endlich. Los, Männer, die Pause ist vorbei. Soll das da etwa alles für mich sein? Na, ein Bett werden Sie doch wohl brauchen, oder? Ja, sicher. Aber das Haus soll laut Mr. Carnford möbliert sein. Und wenn schon? Na, Tische und Stühle und meinethalben auch die Schränke mögen ja noch in Ordnung sein. Aber in einem seit 50 Jahren nicht mehr gelüfteten Bett lasse ich Sie nicht schlafen. So viel steht fest. Und damit hast du ganz recht, Claire. Mhm. Ich sehe schon, Sie beide haben sich zu meinem Wohl miteinander verbündet. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Mrs. Dempster. Ich bin immer zur Stelle, wo ich gebraucht werde. Hey, Sie da, können Sie jetzt vielleicht endlich aufschließen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, natürlich. Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Warten Sie. Wo ist er denn? Ach, hier. Moment noch. So. Oh, wie das riecht. Das war zu befürchten. Ist wohl länger nicht gelüftet worden. Aber machen Sie sich keine Sorgen, junger Herr. Mrs. Dempster wird das schon hinbekommen. Verdammt! Treten Sie doch beiseite! Oh, ja, Entschuldigung. Und wohin jetzt damit? Warten Sie mal. Nein, hier schon mal nicht. Das ist die Küche. Hier hinein bitte. Hier werde ich mich häuslich niederlassen. Der Raum ist ideal. Finden Sie? Aber ja doch. Hier habe ich alles, was ich brauche. Stellen Sie das Bett dort hinten in die Ecke, bitte. Oh. Was sagen Sie dazu, Mrs. Witham? Mrs. Witham? Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Vorhin war sie noch hinter mir. Was stehen Sie denn da immer noch an der Tür?
Kommen Sie herein. Es wird Ihnen schon nichts geschehen. Oh, mir behagt dieses Haus nicht. Spüren Sie nicht diese ungute Atmosphäre? Ach, was? Jetzt lüften wir erst einmal anständig und dann wird sich das schon geben. Also ich weiß nicht recht. Und die Vorratskisten, was ist damit? Wo sollen wir die hinschleppen? Frag doch nicht so blöd. In die Küche damit. Ach, am besten komme ich mit und zeig euch gleich vorhin mit all dem Zeug. Danke. Wenn's sein muss. Es muss. Ihr seid ja offenbar nicht in der Lage dazu. Na los, tummelt euch. Ja, ja. Hier habe ich tagsüber genug Licht, gegen die abendliche Kälte einen Kamin und jede Menge Platz. Ach, zu Tode werden Sie sich heizen. Der Raum ist so hoch, dass kaum Licht bis ganz nach oben dringt. Sehen Sie mal. Ah, die Sturmglocke. Mir hat der Raum zu viele im Schatten liegende Ecken und Winkel. Ich finde, das macht ihn doch gerade interessant. Ich mag keine Räume, die derart groß und unübersichtlich sind. Beobachtet komme ich mir dann immer vor. Ja, fast meint man, dass jeden Moment jemand aus einer schattigen Ecke auf einen zukommt. Oh, grässlich. Das Haus macht einen recht exzentrischen Eindruck, das muss man mögen. Ja, ich habe Ihnen unter anderem auch einen großen Wandschirm mitgebracht. Ah. Sie sollten ihn um Ihr Bett stellen. Es zieht hier entsetzlich. Das mache ich. Danke, dass Sie daran gedacht haben. Was war das? Ich weiß nicht. Herr im Himmel, sicher gibt es hier Ratten in den Wänden und unter den Dielen. Das muss nicht sein. Das Haus ist alt, da sind knackende Geräusche vollkommen normal. Also ich würde vor Angst vergehen, wenn ich in diesem ohnehin unheimlichen Raum eingesperrt wäre mit allerhand huschenden Wesen, die mir von überall her beim Schlafen zusehen. Wenn ich müde bin, schlafe ich fester als ein Murmeltier. Oh, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das auch hier gelingen möge. Keine Sorge. Nun denn, auf Wiedersehen, Mr. Malcolmson. Passen Sie gut auf sich auf. Worauf Sie sich verlassen können. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Claire. Du auch, Maggie. Das Gepäck und die Bücher des jungen Herrn hier herein. Und dann ihr habt mir mit euren groben Stiefeln schon genug Dreck reingetragen. Haben wir nicht. Der war schon vorher da. Sicher nicht. Ich will Ihnen was sagen, Mr. Malcolmson. Gespenster sind alles Mögliche, nur keine Gespenster. Ich verstehe nicht. Merkwürdige Geräusche und unbehagliche Gefühle können genauso gut durch Ratten, einen kalten Luftzug, einen losen Dachziegel, durch den der Wind in den Raum pfeift, eine quietschende Tür oder sich durch Temperaturschwankungen ausdehnendes oder zusammenziehendes Holz verursacht werden. Sehen Sie sich nur die Holzvertäfelung dieses Raumes an. Sicher ist sie mehr als 100 Jahre alt. Es würde mich wundern, wenn es dahinter nicht von Ratten, Mäusen und Käfern wimmeln würde. Wenn es in diesem Haus Gespenster geben sollte, dann sind es die Ratten. Nur die Ratten. Glauben Sie nichts anderes. Mrs. Witham ist eine grundgute Seele, aber strapazierfähige Nerven, die hat sie noch nie gehabt. Sie scheinen mir da von einem ganz anderen Schlag zu sein. Das will ich wohl meinen. Mich bringt so leicht nichts aus der Fassung. Das Haus ist groß. Viel zu groß für mich allein, um genau zu sein. Was würden Sie davon halten, wenn Sie ebenfalls für die Dauer meines Aufenthalts hier Ihr Quartier beziehen würden? Ich? Ich sollte... hier? Warum nicht? Sie würden sich den täglichen Weg hier heraussparen und hätten mal eine hübsche... Das ist sehr großzügig von Ihnen gedacht, aber... Aber? Wissen Sie, ich kann nur ausgesprochen schlecht außerhalb meiner gewohnten Umgebung schlafen. So? Aber danke für Ihr großherziges Angebot. Ja. Wir sind dann weg. Gott sei's gedankt. Danke für Ihre Hilfe. Ja, ja. Warum machen Sie, während ich hier alles in Ordnung bringe, nicht noch einen kleinen Spaziergang? Eine gute Idee. Ich kann Ihnen aber auch gerne etwas zur Hand geben. Oh nein, besser nicht. Sie würden mir bloß im Weg stehen. Na schön. Wenn Sie sicher sind, dass ich Sie in diesem unheimlichen Haus allein lassen kann? Och, keine Sorge. Bis zum Einbruch der Dunkelheit werde ich längst fertig sein und das Weite gesucht haben. Oh. So, so. Sollten wir uns heute nicht mehr sehen, wünsche ich Ihnen zu Hause angenehme Ruhe. Und freue mich auf morgen. Sehr wohl, junger Herr. Und
Und Sie werden sich hier gewiss nicht fürchten? Allein in dem großen Haus? Mm-mm. Wenn es hier vielleicht auch keine Gespenster gibt, dann... Es ist alles in Ordnung. In der Abgeschiedenheit hier werde ich hervorragend lernen können. Allein zu sein war noch nie ein Problem für mich. Dann ist es ja gut. Als Malcolm Malcolmson bei Einbruch der Dunkelheit von seinem Spaziergang zurückkehrte, fand er sein Zimmer sauber und aufgeräumt. Im Kamin loderte ein wärmendes Feuer und sein Bett war nicht nur gemacht, sondern auch bereits einladend aufgedeckt. Mrs. Dempster? Mrs. Dempster? Schon weg. Oh. Was für ein bequemes Bett. Und der Wandschirm schützt tatsächlich vor der Zugluft. Oh. Das nenne ich Bequemlichkeit. Was habe ich doch für ein unverschämtes Glück gehabt. Oh, da steht ja auch bereits das Abendessen. Kann man es besser antreffen? Wie das duftet. Na, wenn ich das gegessen habe, werde ich sicher noch genug Kraft haben, einige Stunden bei Kerzenschein zu lernen. Dann wollen wir mal. Gegen 11 Uhr unterbrach der Student seine Lernerei, um sich eine weitere Kanne Tee aufzubrühen. Das Feuer knisterte und warf bizarre Schattenlichter in den weitläufigen hohen Raum. Als er die erste Tasse Tee getrunken hatte, fiel Malcolm plötzlich etwas auf. Diesen Lärm können sie doch aber unmöglich schon die ganze Zeit gemacht haben. Das hätte ich doch merken müssen. Oder war ich etwa so in meine Bücher vertieft, dass es mir nur nicht aufgefallen ist? Nein. Sicher haben sie bloß eine Zeit lang gebraucht, sich an den Fremden, der in ihr Revier eingedrungen ist, und dann das Kaminfeuer und Kerzenlicht zu gewöhnen. Wie sie herumhuschen. Bis zur Decke hinauf hinter der Wandverkleidung her. Auch unter dem Fußboden raschelt es. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt an Gespenster glauben. Wenn es in diesem Haus Gespenster gibt, dann sind es die Ratten. Nur die Ratten. Die gute Mrs. Dempster. Wie recht sie hat. Bis die Viecher sich beruhigt haben, kann ich mich ein wenig hier im Raum umsehen. Der Kerzenleuchter bringt selbst Licht in Ecken, die sonst nie von einem Sonnenstrahl getroffen werden. Oh. Wunderschön, diese Holzvertäfelung. Dass ein so außergewöhnliches, schönes Haus so lange vernachlässigt wurde, ist geradezu eine... Diese Schnitzereien an den Fensterrahmen und auf den Zierleisten. Ah, einige Bilder. Die sind mir heute Nachmittag gar nicht aufgefallen. Puh, hier hat Mrs. Dempster wohl nicht geputzt. Die Staubschicht ist so dick, dass man gar nichts drauf erkennen kann. Ich werde die Gute bitten, sich demnächst einmal darum zu kümmern. Oh. Oh, bloß das glänzende Auge einer Ratte. Weg ist sie. Sie hat sich mindestens so erschrocken wie ich, als sie durch das Astloch lugte. So, noch eine letzte Tasse Tee. Dieser bequeme Lehnstuhl sollte hier am Kamin stehen. Direkt neben dem Seil. Ja, das ist ein gemütliches Plätzchen. Wie rasch man sich an solch ein Geräusch gewöhnt. Das Gewusel der Ratten stört mich schon fast gar nicht mehr. Wenn ich gleich wieder mit der Lösung mathematischer Probleme befasst bin, werde ich sowieso abgelenkt sein. Und tatsächlich versank für viele Stunden die Welt rings um ihn herum in Bedeutungslosigkeit. So konzentriert war Malcolm mit der Lösung seines Problems befasst. Es war kurz vor Morgengrauen, als er plötzlich aus seiner konzentrierten Arbeit... Das Kaminfeuer war fast heruntergebrannt.
Die noch kräftig glimmende Glut der zu Kohle verbrannten Scheite tauchte den Bereich um den Kamin in dunkelroten, ja beinahe blutroten Schein. Was ist denn jetzt? Warum ist es denn auf einmal so still? Eine riesige Ratte. Auf dem Lehnstuhl am Kamin. Ksch, verschwinde! Fort mit dir! Keine Reaktion. Unverwandt starrt sie mich mit ihren roten Augen an. Böse und missgünstig. Nein, das halte ich nicht aus. Dich werde ich mit dem Schürhaken leeren. Nicht zu fassen. Sie klettert am Seil der Sturmglocke hoch, als ob das nichts wäre. Was für geschickte Tiere diese Ratten doch sind. Wag dich nicht noch einmal hier runter, du! Oh. Bald wird es hell. Ach, höchste Zeit, noch ein bisschen zu schlafen. Oh. Mr. Malcolmson? Mr. Malcolmson! Was? Ich bin es nur, junger Herr. Mrs. Dempster, Ihre Haushälterin. Oh, Mrs. Dempster. Natürlich. Guten Morgen. Morgen? Ich dachte mir, dass Sie vielleicht geweckt werden möchten, um mit Ihrer Lärmerei fortzufahren. Es geht auf Mittag zu. Ich bin mit Aufräumen und Saubermachen bereits fertig. Auch einkaufen war ich zwischendurch schon. Ihr Frühstück steht bereit und ebenso warmes Wasser, damit Sie sich waschen und rasieren können. Oh, das klingt alles sehr gut. Ah, dann werde ich jetzt wohl mal besser aufstehen. Ich ziehe mich währenddessen in die Küche zurück. Dann können Sie sich hier ganz ungezwungen bewegen. Wie immer haben Sie an alles gedacht. Danke sehr. Ach, Mrs. Dempster? Ja? Das Wetter scheint angenehm zu sein. Ich werde daher nach dem Frühstück ein paar Bücher einpacken, einen ausgiebigen Morgenspaziergang machen und mich dann unter irgendeinem Baum ganz der Lektüre hingeben. Wie Sie wünschen. War das Abendessen gestern recht so? Ja, das ist gar kein Ausdruck. Es war sogar köstlich. Das freut mich. Ich stelle Ihnen dann wie gestern alles hin, bevor ich gehe. Gern. Einen schönen Tag. Danke sehr. Mrs. Witham, warten Sie bitte. Hm? Oh, was für ein angenehmer Zufall. Guten Tag, Mr. Malcolmson. Guten Tag. Schön, dass wir uns treffen. So kann ich Ihnen nochmals für Ihre Hilfe gestern danken. Mit den Sachen, die Sie herbeischaffen ließen, habe ich es recht behaglich. Schön, schön. So soll es sein. Ja, aber sehr erholt sehen Sie nicht aus. Oh. Solche Ränder unter den Augen. Und blass sind Sie. Viel blasser als gestern. Ich habe noch bis zur Dämmerung an einem mathematischen Problem gearbeitet. Sie betreiben Raubbau an Ihrem Körper. Ach was. Ich war sehr erleichtert, als mir Mrs. Dempster heute früh auf dem Markt erzählte, dass Sie noch fest schliefen, als sie kam. Bis jetzt haben mich die Gespenster im Haus des Richters noch nicht bedrängt. Allerdings sind die Ratten durchaus zudringlich. Eine besonders große, offenbar männliche Ratte war dabei. Die blickte mich geradezu feindlich, ja, beinahe bösartig an. Ein grässlicher alter Teufel scheint das zu sein, ließ sich im großen Lehnstuhl vor dem Kamin nieder. Erst als ich mit dem Schürhaken auf ihn losging, ließ er sich von seinem Platz vertreiben. Husch, 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 kletterte er an dem Seil der Sturmglocke hinauf und verschwand dort oben irgendwo in der Dunkelheit. Oh, der Herr sei unseren armen Seelen gnädig. Ein grässlicher alter Teufel, der auf dem Lehnstuhl sitzt. Oh, sehen Sie sich bloß vor, junger Herr. Oft spricht man im Spaß unversehens eine düstere Wahrheit aus. Was? Wie meinen Sie das? Lachen Sie nicht. Ihr jungen Leute denkt immer, ihr könntet über Dinge, die uns Ältere erschauern lassen, lachen. Verzeihen Sie, ich wollte mich nicht über Ihre Bemerkung lustig machen. Aber der Gedanke, dass der leibhaftige Teufel in Gestalt dieser räudigen großen Ratte heute früh auf dem Lehnstuhl vor dem Kamin gesessen hat... ist einfach zu komisch.
Der Herr beschütze Sie, Mr. Malcolmson. Warten Sie, Mrs. Witham, verzeihen Sie. Ich wollte doch nicht... Was soll's. An diesem Abend begannen die Ratten im Haus des Richters früher mit ihrem Lärm. Es schien Malcolm, als ob sie ihr Gerennen nur kurz unterbrochen hätten, als er eintrat. Dann fuhren sie aber munter damit fort. Malcolm setzte sich zu Tisch und aß das gute Essen, welches Mrs. Dempster ihm hingestellt hatte. Dann brühte er sich einen starken Tee auf und begann mit seiner Arbeit. Es war mühsam, sich bei dem ihn umgebenden Lärm darauf zu konzentrieren. Die Ratten schienen wesentlich aufgeregter als noch in der Nacht zu... Es ist doch nicht zu glauben! Ruhe zum Donnerwetter nochmal! Seid still! Aus allen Ritzen, Spalten und Löchern lugen ihre im Feuerschein glänzenden Augen wie kleine Lampen hervor. Fort mit euch! Sie stören sich nicht im geringsten daran. So verging der erste Teil der Nacht, und obwohl Malcolm es nicht für möglich gehalten hätte, gelang es ihm trotz des Lärms, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Es war schon kurz vor Mitternacht, als er plötzlich innehielt. Diese Stille. Wieder dieses Biest von einer Ratte. Es steht auf den Hinterpfoten auf der Sitzfläche des Lehnstuhls und blickt mich an. Diese Augen. Es überläuft mich. So viel Bosheit und Hass. Nein, das halte ich nicht aus. Daneben, verdammt! Dann muss eben wieder der Schürhaken sprechen. Ja, versteck du dich nur da oben bei der Sturmglocke. Irgendwann erwische ich dich ja doch. Und zwar noch ehe du das rettende Seil erklimmen kannst. Seltsam. Kaum verschwindet die widerliche große Ratte mit den bösen Augen, schon hebt der Lärm des Rattenvolks wieder an. Ich werde Mrs. Dempster morgen bitten, Rattenfallen hierher schaffen zu lassen. Heute Nacht aber werde ich mir anders zu helfen wissen. Schau, das Seil muss auf dem Stuhl enden. Dann kann das Vieh sich daran direkt auf die Sitzfläche runterlassen. Wie geschmeidig es ist. Ungewöhnlich bei einem Seil dieser Stärke. Damit könnte man gut und gerne jemanden aufhängen. Wie leicht es sich in die Schlinge zieht. Und an meinem Arbeitsplatz lege ich mir alle in Frage kommenden Bücher parat. Wenn du hier nochmal auftauchen solltest, mein Freundchen, geht es dir jedenfalls an den Kragen. Die Stunden verstrichen und nichts weiter geschah. Der Wind heulte weiterhin um das Haus und im Kamin. Und auch die Ratten fuhren unverdrossen mit ihrem Gewimmel hinter der Holzverkleidung fort. Es geht los. Das Seil bewegt sich. Die große Ratte lässt sich daran herunter. Du freches Vieh wirst mich das letzte Mal so aggressiv angestarrt haben. Da hast du! Gut pariert. Verdammt, hör auf auszuweichen! Es ist doch nicht zu glauben, es stört sie überhaupt nicht. Und immer dieser finstere... Na warte, jetzt kommt ein besonders dicker Wälzer. Das flößt dir Furcht ein. Das sollte es auch. Das hat gesessen. War zwar kein tödlicher Treffer, aber so schnell wird sie sich sicher nicht mehr hier runter trauen. Es stoben ja beinahe Funken aus ihrem bösen Blick, als sie das Seil erklomm. Sie scheint auf halber Höhe auf die Zierleiste gesprungen zu sein und verschwand dann in dem Loch dieses großen Bildes dort. Morgen früh werde ich mir die Behausung dieses Störenfrieds mal näher ansehen. Das dritte Bild vom Kamin ist es. Das muss ich mir merken. Die mathematischen Bücher haben der Ratte nichts ausgemacht. Das hier jedoch schon. Die Bibel, die mir meine Mutter mitgegeben hat. Höchst merkwürdig.
Schon als ich sie zum Werfen hochhob, schien die Ratte vor Angst zu zittern. Sobald die große Ratte verschwindet, fangen die anderen wieder an zu lärmen. In dieser Nacht vermochte Malcolm nicht mehr, sich auf den zu lernenden Stoff zu konzentrieren. Er versuchte es tapfer mehrere Stunden lang, aber es war vergeblich. Verärgert ging er kurz, bevor die Sonne von Osten ins Zimmer schien, zu Bett. Er schlief tief und träumte heftig. Ruhe! Ruhe! Gerichtssaal. Das ist Missachtung des Gerichts. Ich werde euch alle in die dunkelsten Kerker werfen lassen, wenn hier nicht augenblicklich Ruhe herrscht. Schon besser. Angeklagter, erhebe dich. Ich bin unschuldig. Darüber wird das Gericht befinden. Vollkommen unschuldig. Schweig zum Teufel. Du hattest zu Genüge Gelegenheit, dich zu rechtfertigen. Aber ich weiß doch gar nicht, was man mir vorwirft. So, wegen unerlaubten Eindringens in ein nicht dir gehörendes Haus und versuchten Mordes in mehreren Fällen verurteilt dich dieses hohe Gericht zum Tod durch den Strang. Was? Was? Das Urteil wird kurz nach Mitternacht vollstreckt werden. Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich bin unschuldig. Ich will nicht hängen. Lass mich. Ich will nicht sterben. Die Verhandlung ist geschlossen. Ich soll hängen. Hängen. Abführen. Ich will leben. Lass mich leben. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Nein, nein. Loslassen. Loslassen. Nicht, bitte. Junger Herr, so wachen Sie doch auf. Was? Ach Gottchen, junger Herr. Mrs. Dempster. Sie müssen ja furchtbares Zeug geträumt haben. Ich war gerade dabei, Ihr Frühstück zu richten. Da begannen Sie zu schreien und zu toben. Der Schreck ist mir ganz schön in die Glieder gefahren. Es ist wieder gut. Es war nur ein Traum. Ein fürchterlicher Albtraum. Sie sind ja klatschnass geschwitzt. Wenn Sie sich angezogen haben, legen Sie mir das Nachthemd hin. Ich werde es waschen und zum Trocknen aufhängen. Dann können Sie es heute Abend wieder anziehen. Ja. Sie machen Sachen. Ich bin sehr in Sorge um Sie. Ja, vollkommen überflüssig. Jeder träumt doch hin und wieder mal schlecht. Es klang, als wollte man Ihnen ans Leben. Du meine Güte, ganz blass sind Sie. Dagegen werde ich sofort nach dem Frühstück etwas tun. Dann geht es wieder mit den Büchern hinaus, an die frische Luft. Ich gehe, wenn ich hier mit allem durch bin. Natürlich. Ach, eine Bitte hätte ich noch. Ja? Die drei Bilder da über dem Kamin. Können Sie sie bitte von der Staub- und Rußschicht befreien? Ich würde sie mir gern heute Abend genauer ansehen. Na schön, mache ich, wenn Sie es wünschen. Sie werden eine Leiter brauchen, um dahin... In der Abstellkammer steht eine, das ist kein Problem. Aber seien Sie vorsichtig. Um mich brauchen Sie sich nun wirklich keine Sorgen zu machen, Mr. Malcolmson. Sonst noch etwas? Nein, das war's. Fein. Dann mal an die Arbeit. Ja. Gegen Nachmittag lenkte Malcolm seine Schritte in Richtung des Gasthofes zum guten Reisenden. Er wollte sich bei Mrs. Witham für sein gestriges schlechtes Betragen entschuldigen. Dazu kam er jedoch gar nicht, denn Mrs. Witham, die einen recht aufgeregten Eindruck machte, wollte ihn unbedingt jemandem vorstellen. Dies ist der junge Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe, Dr. Thornhill. Ach. Er kommt wie gerufen. Mr. Malcolmson, Dr. Thornhill. Freut mich. Mich auch. Wenn ich die Situation richtig einschätze, sollen Sie mir vermutlich gute Ratschläge das Haus des Richters betreffend geben. Das stimmt. Allerdings sollten Sie das nicht merken. Mrs. Witham. Warum müssen Sie auch mutterseelenallein in dem unheimlichen Haus wohnen?
Ich... Mrs. Witham erzählte mir, dass Sie bis spät in die Nacht starken Tee tränken. Ja. Das ist wirklich sehr ungesund. Hm. Sie geben Ihrem Körper dadurch keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Wissen Sie, ich war auch einmal ein wissbegieriger Student und weiß, wovon ich spreche. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als beleidigend, wenn ich Ihnen rate, auf den Tee besser zu verzichten. Hm. Na schön, wenn es nur das ist. Versprochen. Ich trinke heute Nacht keinen Tee und werde mich um spätestens 1 Uhr schlafen legen. Reicht das? Ich denke schon. Kommen Sie, nehmen Sie Platz und erzählen Sie uns alles, was Sie in den letzten beiden Nächten im Haus des Richters erlebt haben. Recht gern. Malcolm erstattete einen genauen Bericht. Gebannt hingen Mrs. Witham und Dr. Thornhill an seinen Lippen. Als er jedoch von der Bibel erzählte, brach es aus Mrs. Witham heraus. Da herrschte uns bei. Wie grässlich, wie grässlich. Und die große Ratte verschwand immer über das Seil der Sturmglocke? Immer. Sie scheint hinter einem der Gemälde über dem Kamin ihre Behausung zu haben. Sicher wissen Sie, was für ein Seil das ist. Nein. Bitte nicht, Dr. Thornhill. Unterstehen Sie sich, es ihm zu sagen. Er hat ein Recht, es zu wissen. Außerdem macht er einen durchaus vernünftigen Eindruck. Es ist besser, wenn er Bescheid weiß und auf das Seil und sich Acht gibt. Also ich... Bitte, was ist das für ein Seil? Mit diesem Seil sind alle Opfer des Richters erhängt worden. Nur ein Stück harziges Holz. Ein Henkersseil. Was für ein reizendes Erinnerungsstück für einen Richter im Ruhestand. Er muss ein Teufel in Menschengestalt gewesen sein, wenn man dem Glauben schenken darf, was man sich über ihn in Benchurch erzählt. Ein Sadist, wie er im Buche stand, war er. Ich habe mich gestern bei den ältesten Bürgern erkundigt. Es lief mir eiskalt den Rücken runter bei den Geschichten, die sie mir erzählten. Passen Sie bloß gut auf sich auf, Mr. Malcolmson. Der Richter strotzte offenbar nur so vor Bosheit. Vielleicht hat wirklich noch etwas davon überlebt in seinem Haus. Wenn Sie einmal Hilfe brauchen sollten, läuten Sie einfach die Glocke. Wir sind dann sofort zur Stelle. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber es wird sicher nicht nötig sein. In der Ferne scheint ein Unwetter aufzuziehen. Oh je, das hört sich an, als ob da ganz schön was runterkommen würde. Wenn ich trockenen Fußes nach Hause kommen möchte, sollte ich mich wohl besser beeilen. Ja. Auf Wiedersehen, Dr. Thornhill. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso, ebenso. Mrs. Witham? Oh, passen Sie bloß gut auf sich auf, junger Herr. Aber ja. Das in der Ferne aufziehende Gewitter ließ sich noch etwas Zeit. Jedoch tobte bereits ein kräftiger Sturm um das Haus des Richters, als Malcolm dort eiligen Schrittes ankam. Es war mittlerweile vollständig dunkel. Die Ratten verstummten kurz, als er über die Schwelle trat, um hernach ungeniert wieder mit ihrem Lärm zu beginnen. Schauerlich heulte der Sturm im Kamin. Die gute Mrs. Dempster. Gibt es etwas Schöneres, als in ein aufgeräumtes Zuhause zu kommen, wo ein prasselndes Feuer im Kamin und ein gedeckter Tisch auf einen warten? So lässt es... Ja, ja, macht nur weiter Krach. Es wird euch dennoch nicht gelingen, mich zu vertreiben. Nach dem Genuss des Abendessens machte er sich konzentriert an die Arbeit. Es war gegen 11 Uhr, als er plötzlich wahrnahm, dass das Seil neben dem Lehnstuhl am Kamin hin und her zu schwanken begann. Nein, es ist nicht die große Ratte. Der Sturm lässt das Seil tanzen. Die Ratten sind ja auch nicht verstummt, so wie sie es üblicherweise tun, wenn ihr Herr seinen Platz einnimmt. Sicher wissen Sie, was für ein Seil das ist. Mit diesem Seil sind alle Opfer des Richters erhängt worden. Was muss das für ein grausamer Mensch gewesen sein, der seinen Wohnraum mit einem solch makabren Souvenir schmückt? Wer die wohl waren, die sich daran aufgehängt zu Tode röchelten, bloß weil es dem Richter so gefiel. Der Angeklagte wird am Halse aufgehängt werden, bis der Tod eingetreten ist. Das Urteil ist unverzüglich zu vollstrecken. Die Verhandlung ist geschlossen. Er wollte das grausige Stück immer vorstellen.
vor Augen haben, wenn er abends am Kamin seinen Erinnerungen nachhing. Abstoßen. Ach, was ist das? Das Seil erzittert. Mehr Licht. Her mit der Lampe. Hör auf, mich anzustarren, du rotäugiger Teufel. Psst, fort mit dir! Und schon lärmen sie wieder. Es ist erstaunlich. Ah, die Ratte ist wieder in ihren Unterschlupf hinter dem alten Ölbild verschwunden. Fast hätte ich vergessen, es mir anzusehen. Sicher hat Mrs. Dempster ganze Arbeit geleistet. Am besten nehme ich den Lampenschirm ab, damit genug Licht bis dort oben hinaufdringt. So. Er ist es, der darauf zu sehen ist. In scharlachroter Robe und Hermelinkragen. Was für harte Züge. Nein, er kannte gewiss keine Gnade mit seinen Angeklagten. Seine Augen blicken mich an wie die eines Raubvogels. Nein! Wie die der großen Ratte, die dahinter wohnt. Da läuft es einem ja kalt den Rücken herunter. Es sind die Augen der Ratte. Sie sitzt dahinter und starrt mich an. Verschwinde! Weg mit dir, weg! Grauenhaft, wie dieses Tier einen Hass erfüllt fixieren kann. Gottlob, ist sie jetzt weg. Und ich kann mit der Betrachtung des Bildes fortfahren. Der Richter sitzt auf dem Lehnstuhl vor dem Kamin dieses Zimmers. Genau wie die große Ratte es immer zu tun pflegt. Er muss sehr groß gewesen sein. Weit größer als ich bin. Eine mächtige, beeindruckende Gestalt. Zum Donnerwetter nochmal! Ruhe! Ruhe! Im Gerichtssaal! Selbst das Seil hat der Künstler verewigt. Wie detailreich er alles wiedergegeben hat. Gespenstisch. Der Richter lässt einen nicht aus den Augen. Sein Blick scheint einem zu folgen. Da war sie wieder. Saß auf der Sitzfläche und starrte mich an. Verdammt, jetzt ist die Lampe hin. Gottlob hat sich das Petroleum nicht entzündet. Nein, so geht es nicht weiter. Womöglich hat Dr. Thornhill recht. Ich habe meinen Nerven durch den wenigen Schlaf, das Theater mit den Ratten und mit dem vielen starken Tee wohl doch etwas zu viel zugemutet. Wenn ich mich jetzt nicht in die Arbeit vertiefe, werde ich noch verrückt. Während das Gewitter immer wieder näher kam, sich dann entfernte, um erneut näher zu kommen, stürzte sich Malcolm Malcolmson vollkommen in die Arbeit. Es war schon fast Mitternacht, als ihn ein Geräusch aufschreckte, das aus der Richtung zu ihm drang, in der Lehnstuhl vor dem Kamin stand. Da ist sie wieder. Was macht sie? Verdammt, die Ratte hat das Seil durchgenagt. In einer Höhe, sodass ich nicht mehr drankomme, auch wenn ich auf den Stuhl steige. Dieses Biest. Jetzt kann ich keine Hilfe rufen, selbst wenn ich es wollen würde. Das muss ich mir genauer betrachten. Durchgenagt mit säbelscharfen Zähnen. Es ist nicht zu glauben. Na, warte, Freundchen. Dir werde ich's schon noch zeigen. Du sollst die heutige Nacht nicht überleben. Hiermit ist die Jagd auf dich eröffnet. Nein, das kann doch nicht sein. Der Richter, er ist auf dem Bild verschwunden. Die Sitzfläche des Lehnstuhls ist leer. Das muss ich mir näher besehen. Wie kann das nur sein? Ansonsten ist das Bild unverändert. Angeklagter, wende dich dem Gericht zu. Nein, er ist da. Leibhaftig da. Auf seinem Stuhl. Schweig! Und empfange in Demut das Urteil, welches das hohe Gericht über dich... Lass das Seil. Nicht das Seil. Ich hatte dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Bleiben wolltest du.
An dieser Schlinge sollst du nun zur Strafe so lange baumeln, bis der Tod eingetreten ist. Nein, bitte nicht! Komm, komm her. Ich werde dir die Schlinge persönlich um den Hals legen. Niemals! Niemals! Komm her. Du sollst zu mir kommen. Ich befehle es dir. Dies ist mein Haus. Bitte. Meiner Macht vermagst du dich hier nicht zu widersetzen, Eindringling. Komm! Komm her! Während sich Malcolm unter dem hypnotischen Blick des Richters dem Lehnstuhl näherte, hängten sich immer mehr Ratten in einer großen Traube an das für den Studenten in unerreichbarer Höhe hängende Seil. Sie brachten es offenbar absichtsvoll in Schwingung, bis der Klöppel die Sturmglocke berührte. Was fällt euch ein? Verschwindet! Sonst seid ihr die Nächsten, die meine Rache treffen wird. Fort mit euch! Fort! Und schon sind wir wieder unter uns. Tritt näher. Noch näher? Warum nicht gleich so? Halt den Kopf still, damit ich die Schlinge darüber ziehen kann. Bitte nicht. Ich bin unschuldig. Deine Tränen nützen dir im Angesicht des Todes auch nichts mehr. Vielleicht hätten sie einen Richter mit mehr Mitgefühl zu rühren vermocht. Aber du bist an mich geraten. Stillhalten. Die Finger des Todes. Mal sehen, ob sich das Seil so gut wie früher in die Schlinge ziehen lässt. Bestens. Rauf mit dir auf den Stuhl. Komm, mach Platz für mich, damit ich die Enden der beiden Seilstücke noch verknoten kann. So. Ja. Halt still! So. Ich bin unschuldig. Mag sein. Und gleich bist du tot. Du hättest wirklich nicht hierher kommen sollen, mein Junge. Mr. Malcolmson, ist alles in Ordnung? Mr. Malcolmson! Ja. Was ist denn? Antwortet er nicht? Nein. Wenn dem Jungen bloß nichts passiert ist, lassen Sie mich mal. Mr. Malcolmson? Junger Herr! Wir sind es nur, Mrs. Witham, Dr. Thornhill und ich. Wir haben das Läuten der Sturmglocke vernommen. Ist alles in Ordnung? Das hat doch keinen Zweck. Lassen Sie uns die Tür aufbrechen. Ja, das muss wohl sein. Was ist denn das? Oh, die Tür ist ja gar nicht verschlossen. Mr. Malcolmson! Er hat sich erhängt. Oh. Wie schrecklich. Der junge Herr. Nein, sowas. So, als ob ich es geahnt hätte. Dieses Haus ist eine Brutstätte des Bösen. Vergifteter Boden, den jeder meiden sollte, dem sein Leben lieb ist. Claire, bitte. Und, Doktor? Der Junge ist tot. Ja. Oh, der Herr sei seiner armen Seele gnädig. Warum hat er das nur getan? Warum hat er sein junges Leben so einfach weggeworfen? Das werden wir wohl nie erfahren. Kommen Sie. Wir sollten hier alles so lassen, wie es ist. Und die ganze Sache der Polizei melden. Das wird... Sehen Sie nur. Das Bildnis des Richters. Der junge Herr hatte mich gebeten, es von Staub und Ruß zu befreien. Wie böse er lächelt. Selbstzufrieden und siegesgewiss. Fort! Fort von hier! Ja. Kommen Sie schnell! Niederbrennen sollte man dieses Haus und Salz auf die verbrannte Erde streuen. Es gibt Häuser, die sind nicht geeignet, um darin zu wohnen.
Häuser, die ihr Geheimnis nur denen preisgeben, deren Lippen nun für immer geschlossen sind. Man sollte sie meiden, diese Häuser, denn sie sind gefährlich. Ihre finstere Macht schwindet nicht, sondern kann jederzeit erneut zum Leben erwachen, sobald wieder jemand so tollkühn ist, den Versuch zu wagen, darin wohnen zu wollen.